Ja, ich bin echt fassungslos. Ich, kleiner YouTuber. Was habe ich eigentlich an Abonnenten? Ich soll also ein Meuchelmörder sein, der die Privatsphäre aller, einiger an die Öffentlichkeit bringt und verletzt. Ein Internetterrorist, der alle beobachtet und bespitzelt. Wow. Öffentliche, von allen einsehbare und freiwillig mit der Welt geteilte Nichtigkeiten sind jetzt eure Geheimnisse? Ein Spion, der ich auch sein sollte, hätte es bei den meisten von euch so einfach. Ihr teilt ja alles mit der Welt. Der Job als Spion muss heutzutage sehr einfach sein. Kaum haut man irgendwas Nichtssagendes und total Allgemeines raus, kommen Leute hintenrum und vornerum und wollen mit einem reden. Sachen gerade rücken, Zusammenhänge klarstellen und Details diskutieren. Ob oder ob man das dann exakt so wiedergeben wollte, will oder vorhat, spielt keine Rolle. Denn schon findet sich eine Gruppe zusammen, die im scheinbar Geheimen ihre Pläne zum Sabotieren öffentlich für jeden einsehbar und freiwillig miteinander verknüpft mit der Welt teilt. Hilfe, Hilfe, da will mir einer digital ans Leder. Und schon kommen die Zitierer von Edward Snowden um die Ecke und geben ihre Meinung preis. Eine Meinung basierend auf einer lächerlich anmutenden Recherche, beginnend damit, dass die meisten sich mit Absicht erst registrieren und dann digital kastrieren, weil sie die AGBs von Facebook und Co. akzeptieren und sich dann medial und digital komplett entblößen. Lordi, ganz ruhig, das war sinnbildlich gemeint. Und ja, bei Facebook und Co. wird alles aufgezeichnet und archiviert. Steht auch in den AGBs. Ja, ich kann lesen. Solltet ihr auch mal versuchen. So zwischen den Zeilen. PS, recherchieren kann man übrigens nur Dinge, die in welcher Form auch immer aufgezeichnet wurden. Was habe ich bisher gesagt? Ach ja, gar nichts. Und dennoch geht das Geschrei los. Warum eigentlich? Erst bildet sich ein Mob, der etwas mit Gewalt weghaben und unterdrücken möchte. Dann knallt man diesem Mob mal freundlich eins vor den Bug. Das Bild war so unkenntlich gemacht, dass selbst Freunde der oder des Mobleaders fragen mussten, von wem der Tweet kommt. Und dann entschuldigt sich der Mobleader oder die Mobleaderin persönlich bei mir. Wow, wie konsequent. Und dann geht das Spiel nach dieser Entschuldigung im gleichen Stil weiter. Wow, wie konsequent. Also gibt es mal eine zweite Ladung vor den Bug. Diesmal unzensiert, aber als ungelistetes Video. Ganz speziell nur für die Gruppe da auf Twitter. Der Hinweis war wohl deutlich genug und das Video kann wieder gelöscht werden. Ja, das Video habe ich gelöscht. Somehow creative, da auch einige denken mögen und von einem Ankündigungsvideo gleich auf den kompletten Inhalt und meine Absichten schließen zu wollen. Leute, was habe ich bisher gesagt? Ach ja, gar nichts. Ich vergleiche mich hier kein Stück mit einem gewissen Amt. Das ist weder Vorbild noch Auslöser oder Vorreiter. Aber auffällig ist schon, dass sowohl privat als auch digital öffentlich, als Kommentar und als Retweet, die gleichen Leute angedackelt kommen, die sich neben vielen anderen bei mir höchst offiziell gemeldet haben und die nun jedes neuere Video sowohl bei diesem Amt als auch bei mir kommentieren müssen. Von Hals, Maul, sonst Anwalt, das war kein Zitat, sondern eine sinngemäße Wiedergabe, bis hin zu, ey, sorry, ey, bitte sag nichts, denn die Macht des Imperiums würde mich zerquetschen. Und, Junge, ich steck dir jetzt mal ein paar Sachen. Und hier sind Screenshots und Co. Hau raus, wenn du willst. Meinen Segen hast du. War alles dabei. Na, wer hat sich alles wiedererkannt? Alles schreckt auf und stempelt jetzt mich als, na, die Nettigkeiten hatten wir ja schon. Kann es sein, dass gerade die größten Schreihälse das meiste zu befürchten haben? Aber euch Gänse oder waren es Puten? Kann ich beruhigen. Euer Schnatterinchen hat selbst so viele eigene Probleme, dass ich ihre Storys nicht noch zusätzlich zum Anlass nehme, um ihr noch mehr zu machen.
Also ihr ganz besonders aktiven Schreiberlein, Puls runter und locker bleiben. Euer Schätzchen war nie in Gefahr. Hui, Glück gehabt. Gleich mal twittern. Haha. Mein Gott, was seid ihr für Idioten. Jetzt bleiben noch die Hardcore-Quellen, die Doofen und die ganz Doofen übrig. Obwohl gerade die Letzteren gar nicht so doof sind, denn wer mit uninformierten Halbwissen über Nacht mal eben knapp 800 Views zieht, hat es clever angestellt oder trifft beeindruckend smart den Ton der Masse. Nicht nur privat bleibt privat, und echtes Privat wäre end-to-end-crypted, bei allem anderen liest der Provider, Hoster oder alle anderen in der Gruppe mit und speichert. Nein, auch doof bleibt doof, denn zusätzlich zu Frechheit und größere Frechheit und Basiswissen wurde vergessen, dass es zu all den Sachen Vorgeschichten und Updates gab. Aber kein Problem, dann verlinke ich das mal wieder in der Infobox, denn nur im Zusammenhang ergibt sich das Gesamtbild. Ich würde der entsprechenden Person auch gerne weiterhelfen und sowohl das entsprechende Video und den Kanal verlinken. Aber im Gegensatz zu dir weiß und rechne ich mit der Blödheit der Masse. Und wenn diese Masse in Bewegung ist, hauen die unreflektiert jeden Scheiß raus. Weißt du Bescheid? Und weil ich ganz genau weiß, dass du eben nicht Bescheid weißt, helfe ich mal eben nach. Was wollten drei bestimmte und dreiste YouTuber nicht? Ach ja, andere große YouTuber sollten nichts dazu machen oder Videos dazu kommentieren. Und Gronkh sei Dank ist das jetzt aber schon passiert. Und du hast noch eine Schippe obendrauf gelegt. Aber deine Ansätze und nur die Ansätze waren toll. Du und alle anderen haben keine Ahnung, welche Infos ich habe. Keine Ahnung und trotz angeblicher Recherche nichts gelernt und dennoch ein Video machen. Wow. Eine Drohung von mir sieht definitiv anders aus. Und überheblich bin ich, weil trotz dem Power-Usen und dem täglichen Umgang mit dem Medium Internet und der daraus resultierenden Vertrautheit Frau Merkel recht hatte. Für die meisten von euch ist das Internet absolutes Neuland und ihr habt absolut keine Ahnung. Fast so wenig Ahnung wie von meinem besagten Video und meinen Absichten. Es ist ein Leseabend, also lese ich vor. Und wenn ich vorlese, heißt das ja auch, dass ich mehrere Rollen spreche. Also entweder lese ich die ganze Zeit mit meiner Stimme. Oder ich könnte ja auch meine Stimme verstellen. Also in diesem Sinne, es ist und bleibt ein Leseabend. Und ja, er findet statt. Würde ich Klarnamen und all den anderen Scheiß zeigen wollen, würde ich einen Dia-Abend machen. Moment, ich glaube, da kommt der Facepalm, den sich diesmal der User verpasst, der das geile Video gemacht hat. Da war er. Und ansonsten gilt das, was ich immer mache, wenn ich Schwachsinn sehe. Prost!